So Leute, da bin ich wieder. Ich habe mal jetzt alles hier durchgecleant. Guckt mal hier. Da ist die Platte, die muss man öffnen. Und da ist dann eine Geheimtür. Die uns dann hier zu dem letzten Beweismittel führt. Was für eine kranke Scheiße. Und da haben wir das große Bild. Fotowand. Ohne Scheiß, da wäre ich nie drauf gekommen. Überwachungsfoto von verschiedenen Orten in L.A. und Miami. Urlaubspläne sollen damit ganz bestimmt nicht geschmiedet werden. Rock hat irgendwas vor. Aber was? Weiß nicht, aber gründlich waren sie. Also praktisch hier vorne. Und dann hier. Ich bin da nicht drauf gekommen, weil ich jetzt eben mit dem Scanner stand ich da direkt vor. Und jetzt können wir auch ganz gechillt hier rausgehen. Das wollte ich eigentlich nicht. Na gut. Oh, 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 was soll das heißen? Die Limo hat Verspätung. Gut, den können wir. Ich hab dem Fahrer alles erklärt. Ozymandias Road bis zu Ozymandias Avenue. Links abbiegen bis Ocean View Place. Dann rechts auf den Ocean View Drive. Fuck. So, egal. Reicht, ist gut. Hast genug gequatscht. Okay, 50 Meter, 40 Meter. Was haben wir da? Auf jeden Fall auch nichts Weltbewegendes. Da haben wir nochmal einen Golfspieler. Ich hoffe mal, dass ich hier einfach ganz normal durchrennen kann. Okay, 30 Meter nach da. Ich werde mal die normale Waffe rausnehmen. Die sind da. Wo ist der Typ? Wo ist da der Typ drinne? Ich denke mal, der da hinten, das wird nicht auffallen, wenn der da hinten umfällt. Ich muss jetzt bloß ein ordentliches Schussfeld auf den kriegen. Perfekt. Das ist doof. Ich glaube, die wissen jetzt, dass ich da bin. Ich habe ihn nicht getroffen, leider. Gut, die wissen, dass ich da bin. Alles klar, wir gehen jetzt hart rein. Gehen wir halt ein bisschen Rambo-mäßig rein und verpissen uns jetzt wieder. Na, scheiße. Gut. Ich wollte ihn da hinten ausschalten. Ich glaube, da war ich wirklich ein bisschen zu gierig. Ich kann leider auch die Waffe hier direkt nicht wechseln. Müsste ich eine Sniper mitnehmen, aber mir ist die M4, also die M416, ist halt praktischer. Außer ich nehme eine DMR mit. Oh, den machen wir mal ein bisschen schneller. Fick dich, du Hurensohn. Na super, jetzt wissen sie schon wieder, dass ich da bin. Auch sehr geil. Das war eigentlich nicht so geplant. Normalerweise sollte der erste Schuss sitzen. Und zack. Wir gehen mal hier hinten runter. Mal gucken, ob wir hier wenigstens ein bisschen Deckung haben. Ja. Komm, stirb. Komm schon. Stirb. Machen wir halt kurz mal ein bisschen Rambo, egal. Dass hier mal ein bisschen Action reinkommt. War jetzt zwar auch wieder nicht so geplant, dass ich da so durchgehe. Aber gut, kann man halt nicht ändern. Scheiße, Mann! Ich vergesse immer, dass ich unten eine Lebensanzeige habe und nicht so schnell regeneriere. Habe ich eine Dingens vielleicht mit bei? Nehmen wir die. Visierung. Gehen wir mal auf den Vierfach-Zoom, Griff. Zack, Schalldämpfer drauf. Aber die Reichweite geht denn so stark runter? Egal, probieren wir mal so aus. Den gibt nochmal kurz eine fixe Tarnung. Nehmen wir mal digital im Schnee. Vielleicht bringt die mir ein bisschen mehr. Die hat ja auch ein bisschen mehr Schaden. Zack. Passt schon. Okay. Die zieht auf jeden Fall ordentlich durch. Vom Schaden her. Okay, ich brauche trotzdem noch drei Schuss. Die haben es aber nicht mitgekriegt.
Eigenartig eigentlich. Aber egal, ist mir wurscht. Wir haben nicht mitgekriegt. Wir gehen aber trotzdem ein bisschen mehr Rambo-like rein. Die gucken sich gegenseitig an, das ist doof. So, perfekt. So haben wir halt die kleine DMR-Haut. Passt eigentlich auch schon, geht eigentlich auch schon ganz gut klar. Da ist der. Zack, weg ist der. So, dann können wir hier eigentlich ganz in Ruhe durchgehen, hoffe ich mal. Okay. Ich hoffe mal, ich gehe jetzt nicht den richtigen Weg. Da haben wir schon mal den ersten Fund. Treibgasbehälter. Ein Tank mit Tränengas. Wie auch immer. Ziemlich übel, sowas in der derartigen Menge. Okay, zu Hause zu haben. Je mehr ich über diesen Rock herausfinde, desto mulmiger wird mir. Tränengas von der übelsten Sorte. Okay. 67 Meter nach da. Können wir ja ein bisschen durchsprinten. Passt auf jeden Fall. Die Waffe geht eigentlich ganz gut ab, muss ich sagen. 20 Meter. 10 Meter, 8 Meter, 5 Meter. Also unter mir. Ja, unter mir. Definitiv unter mir. Hier unten ist auch irgendwo... Sind hier noch mehr drin, außer du? Gucken. Normalerweise dürfte er halt nicht hören. Den nehmen wir mal fest. Keine Ahnung, er sieht so wichtig aus irgendwie. Ja gut, Ziel, wen brauche ich nicht? Auch wenn nicht, Dingens wäre. Ah, okay, da. Kiste mit SS-190 Munition. Rock schickt Spedelli-Polizisten-Mörderkugeln. Scheint ja fast so, als planten diese Typen einen Krieg gegen die Polizei. Rock ist äußerst gefährlich. Ich muss vorsichtig sein. Es gibt nur einen Grund, warum jemand diese Munition braucht. Armor Penetration, also dass das halt durch ein Dingens durchgeht. Was ist denn jetzt? Hast du noch was? Nee. 2 Meter. 3 Meter. 1 Meter. Und mein Mauspad rutschen wir weg. Hä? Wo soll denn der sein? Wo soll denn das sein? Ist der schon hier über mir oder wie? Nur ein Waffenschrank. Ah, da. Aber ich glaube, das waren immer noch die falschen. Ballistische Analyse deckt sich mit SS-190 Munition. Rocks Leute haben auf gewöhnliche Polizeischutzwesten geschossen. Warum sie das taten, dürfte klar sein. Tests mit Polizistenmörderkugeln. 11 Meter, 9 Meter. Ach, da unten. Gewehrdämpfer, Gewehrdämpfer. Nette Geste von Rock, dass er seinen Nachbarn den ganzen Schießereilärm erspart. In Hollywood gibt es schließlich nicht allzu viele Waffennahen. Von ein paar Ausnahmen vielleicht mal abgesehen. Rock bildet eine komplette Armee aus. So, das heißt, wir haben hier schon wieder alles fertig. Ich bin der Meinung, einer fehlt noch. Ein Beweis fehlt noch. Und wir sind halt mit der Episodenfortschritt auch fast fertig. Ich weiß, dauert halt ein bisschen lange gerade, aber nur gut, egal. Wo ich aufgehört habe, war ich mal gerade bei einer Stunde Spiel. Halt. Muss ich davon einen festnehmen? Nein. Das heißt, ich kann... die beiden ganz in Ruhe ausschalten. Okay, er zeigt nichts an. Ich denke mal, da unten wird dann was drin sein. Wo ist er? Okay. Tschüss. Sieht aber ganz geil aus. Da hinten haben wir noch einen. Okay, den müssen wir festnehmen. Das ist easy, den zu holen. Ja, das ist easy, den zu holen.
Wie machen wir das am besten? Das ist wirklich einfach, eigentlich, den zu holen. Und zwar... machen wir das so. Schleichen uns mal hier hin. Halt. Denn jetzt kommt der dahin. Jetzt hoffentlich geht er jetzt hier hin. Wir tasern beide. Oder zumindest erstmal den ersten. Gehen hoch, weil der andere sollte es nicht mitkriegen. Den Typen, den einen tun werden, umschießen fix. So, perfekt. So, jetzt können wir auch weitergehen. Und wir haben wieder unser Level, alles drum und dran gesteigert. Und wir können ganz entspannt ins nächste Haus reingehen. Okay, wir haben wirklich bis jetzt alle Dinger freigeschalten. Und auch alle gefunden. Auch wenn die Sucherei von dem anderen ganz schön lästig war. So, Poolhaus gelangen. Ein Beweis. Entweder über mir oder unter mir. Ich denke mal über mir. Diesen Beweis möchte ich jetzt unbedingt haben. Wo ist er? Da drin auf jeden Fall. Okay. 7 Meter. 2 Meter, 1 Meter. Ne? Okay, ich denke mal, das wird's sein. Safe öffnen. Genau, das ist der letzte Beweis. Akte im Safe. Jawohl. Ein Dokument aus Rock's Safe, das auf Verbindung zu einem gewissen Big Eddie hindeutet. Ich weiß zwar nicht, wer das ist, aber Rock will das Ganze offenbar geheim halten. Big Eddie. Wer ist denn Big Eddie? Keine Ahnung. Ich denke mal, das werden wir noch früh genug erfahren. Und damit haben wir auch hier komplettiert. Was ich persönlich richtig geil finde. Handy platzieren, Einsatzziel abgeschlossen. Okay, unter dem ganzen Geld. Dass das nicht auffällt. Nun gut. Du hast keinen blassen Schimmer, wer ich bin, denn sonst würdest du mich ganz sicher nicht bestehlen. Vielleicht bin ich nicht so ein Schisser. Nun, du siehst mexikanisch aus, also bist du definitiv ein Einbrecher, aber vermutlich kein gewöhnlicher Einbrecher. Viele Häuser hier sind ziemlich leicht zu knacken. Aber du wolltest in meins. Warum bloß, frag ich mich. Hey, Herausforderungen finde ich gut. Na dann, kriegst du eine. Hab einen Knopf gedrückt, der dir ein Dutzend schwer bewaffnete Psychopathen auf Koks auf den Hals hetzt. Hast du Angst? Das glaube ich nicht. In der Regel ist er ganz mutig. Oh, wie überaus clever. Ein Zweimann-Team. Hm? So in etwa? Kompliment. Wirklich. Nehmt so viel gottverdammtes Geld, wie ihr nur tragen könnt. Und gebt es schnell aus. Kauft Gold. Kauft ein Segelboot. Denn ich werde euch bis in die Hölle folgen. Halt's Maul! Hallo. Wollt mal nach dem Rechten sehen? Mach den Alarm aus. Das funktioniert nicht. Du hast die bösen Jungs am Hals. Okay. Oh, Scheiße. Ja, super. Wie, ich muss überleben. Naja, wird schon. Sterb. Es müsste so wie in Rainbow Six gehen, das wäre geiler. Wenn man da wirklich den Schalldämpfer auf- und abschrauben könnte. Weil jetzt brauche ich beispielsweise den Schalldämpfer nicht. Mein Gott. Komm, lad nach. Okay, der ist da eben durch die Wand durchgeglitscht, alles klar. Wo ist er denn jetzt? Achso, das war bestimmt einfach nur der, der eben noch einen Schuss abfeuern konnte. Da hinten ist noch einer. Und tschüss.
Naja, er spart uns immerhin den ganzen Papierkram. Hast du Stoddard erwischt? Hab's nicht versucht. Ich dachte, ich gehe dir einfach mal zur Hand hier. Danke übrigens. Lass uns abhauen. Was haben Dawes und Stoddard dir angetan? Ich sag mal so. Ich war nicht immer so wie jetzt, weißt du. Ich war mal loyal zu meinen Partnern. Okay. Dass du Bescheid weißt. Es geht nicht darum, Dawes zu töten. Mir jedenfalls nicht. Na gut. Worum geht's dann? Für dich? Ich will ihn zerstören. Das tut er anderen an. Er zerstört Menschen. Und Stoddard? Stoddard kann einfach nur sterben. Du wirst deine Chance sicher noch bekommen. Nach heute Nacht wird Stoddard hinter uns her sein. Jawohl, Souveränität, Episode 8. Auf geht's rein. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, nach der Cutscene, alles drum und dran, werde ich für heute beenden. Und Episode 8 werde ich dann, also Episode 8, 9 und 10, werde ich dann ein andermal aufnehmen. Weil ich habe jetzt bestimmt dann schon eine fast 2 Stunden aufgenommen. Und ich muss sagen, das reicht. Definitiv. Weil ich muss den ganzen Kram halt noch rendern. Und alles drum und dran. Und wir sollen Preston Jim suchen. Und wir haben ein bisschen Fallakten noch. So viel fehlt uns ja nicht mehr. Episode 9 kriegen wir da. Da kriegen wir jetzt die letzte Akte. Okay. Gut, mal sorgen weiter. Habt ihr die Nachrichten gesehen? Was, das mit Rock? Offenbar habt ihr zwei einen Schaden von 3 Millionen Dollar angerichtet. Der Typ lebt eben im wahrsten Sinne im Glashaus. Oh yeah! Ich hab was Cooles! Ben! Und das wäre? Wo Dawes sein schmutziges Geld aufbewahrt. Deine Taktik ging also auf. Hier wurde Kais Handy hingebracht. Dawes Firmenzentrale. Die Bude ist eine Festung. Wir reden hier von Privataufzügen, kugelsicheren Fenstern und jeder Menge... Das Gebäude kenne ich. Ist auf dem Foster Key vor der Küste von Miami. Und hier ist ein Auftrag für einen Tresor, der vor 6 Monaten in der Penthouse Suite installiert wurde. Okay. Und weiter? Dicke Stahltür mit Kombinationsschloss und Magnetversiegelung. Also sprengen wir ihn. Ah, dafür bräuchtet ihr so viel Sprengstoff, dass das Gebäude platt wäre. Also sprengen wir nicht. Oder doch? Ich kannte mal welche, die hatten einen Autodialer, einen Safe-Knacker-Roboter. Sie nannten ihn den Brecher. Die Dinger sind ultraschnell, die können jeden Kombinationssafe knacken. Ruf an, wir leihen ihn aus. Schon passiert. Müssen ihn nur abholen. Ungewöhnlich für einen Safe-Knacker. Hast du echt mal hier gelebt? Ja klar. Nach der Army war ich durch den Wind. Naja, fand hier einen Freund. Und blieb erst mal hier. Unter der Dusche, hm? Sehr lustig. Was warst du in der Army? Datenspezialist. Man macht sich eben nützlich, klar. Versuch du mal in einer Wirtschaftskrise als unehrenhaft Entlassener einen normalen Job zu kriegen. Lange Geschichte, Mann. Bin abgehauen. Und wie lange? Eigentlich bin ich immer noch flüchtig. Wie sieht's mit dir aus? Was ist deine Story? Oh! Marcus! Dune! Oh. Du bist fett geworden. Was? Und du bist ganz schön lecker geworden. Ach, hör auf, wenn ich nicht so voll Staub wäre, bräuchte ich Sonnenschutzfaktor 5800. Oh, sorry, das ist der Freund, von dem ich dir erzählt habe. Hi, ich bin Nick. Na, hallo, Mr. Nick. Du siehst gut aus. Im Ernst jetzt. Danke. Also hast du den Safe-Knacker oder nicht? Nein, wir müssen ihn im Lager abholen. Oh, im Lager? Ich dachte, wir würden, Ist dein Vater da? Mann, der ist nicht mehr sauer auf dich. Sicher? Der macht nicht gleich den Shampoo auf, wenn du kommst, aber...
Tja, dann holen wir ihn wohl ab. Ey, habt ihr Bock zu fahren? Klar, warum nicht? Geil, Mann! Du musst nach rechts, Nick. Zum Lager fahren. Hier pausiere ich aber. Hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin raus. Ich bin Aderbach 1993. Er gab jetzt schon relativ lange alles drum und dran. Und wir werden gleich sehen, was noch in der nächsten Episode oder was noch so bei Hardline kommt. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin raus. Ich bin Aderbach 1993. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Nächstes Mal bei Hardline. Funkgeräte, das C4, Tauchausrüstung, Klettergurte und ein Safe-Knacker-Roboter. Seid ihr euch eigentlich wirklich sicher?